Schmutz ist oft unsichtbar, aber immer wenn wir arbeiten, werden wir schmutzig, mehr oder weniger. Und manchmal schwitzen wir auch. Viele Menschen duschen, wenn der Arbeitstag zu Ende ist. Andere müssen mehrmals täglich die Hände waschen, um den hygienischen Anforderungen, zum Beispiel in der Krankenpflege oder in der Lebensmittelindustrie, zu entsprechen. Hautpflegeprodukte, die Sauberkeit und Frische spenden, müssen effektiv sein, aber dennoch schonend für die Haut. Sterisol verfügt über ein komplettes Hautpflegeprogramm, das diesen Ansprüchen genügt. Unsere Haut ist zu unserem Schutz da, aber der Schutz, die Hornschicht, die in der äußersten Hautschicht der Epidermis eingelagert ist, ist nur 200 Millimeter dick. Daher ist es wichtig, dass diese dünne Schutzbarriere nicht beschädigt wird. Möchte man ordentlich sauber werden, ohne dass der empfindlichen Haut Schaden zugefügt wird, sollte man Hygieneprodukte wählen, die nicht nur effektiv reinigen, sondern auch schonend sind und die Haut pflegen. Wir bei Sterisol sind Spezialisten auf dem Gebiet der Hautpflege. Sterisol ist einer der größten Produzenten von Hautpflegeprodukten für Arbeitsplätze und den öffentlichen Bereich. Unter den Grossisten Skandinaviens nimmt Sterisol eine führende Stellung ein. Wir liefern unsere Produkte an fast alle Länder in Europa, nach Saudi-Arabien, Singapur und in die USA. Eigene Tochtergesellschaften gibt es in Finnland und England. Unsere Produkte werden in einer speziellen Fabrik in einem geschlossenen Verfahren hergestellt. In diesem Raum werden die Produkte abgefüllt. Überdruck und eine ständige, kräftige Frischluftzufuhr verhindern das Eindringen von schädlichen Bakterien. Auch die Verpackung wird hier unter derselben Hygiene hergestellt. Der Qualitätsstandard und die Hygienebedingungen der Fabrik erreichen das hohe Niveau der Arzneimittelindustrie. Der Prozess entspricht den Anforderungen von sowohl GMP Good Manufacturing Practice als auch von ISO 9001. Rücksicht auf die Umwelt ist ein Grundpfeiler im Geschäftskonzept von Sterisol. Die erfolgreiche Umweltarbeit erfüllt die ISO 14001 EMAS-Normen. Die Verpackung von Sterisol ist einzigartig. Sie ist mit einem Dosierungsventil versehen, das den Kernpunkt des Verpackungssystems darstellt. Sowohl das Ventil als auch die Verpackung an sich sind luft- und bakteriendicht und man erhält eine kontrollierte und ausreichende Menge des Produktes. Verschwendung wird vermieden. Ökonomischer Verbrauch und gleichzeitig ein Schonen der Umwelt. Diese Seife war die erste auf dem Markt, die das Umweltzeichen Schwan erhielt. Das gesamte Produktprogramm wird in 0,7 Liter Tüten, in 5 Liter Hygienekanister oder in diese 0,7 Liter Kugelflaschen abgefüllt. Die Produkte von Sterisol enthalten garantiert reine Rohstoffe und sind vollkommen frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und anderen Schadstoffen. Die Produktdeklaration von Sterisol ist eine der genauesten auf dem Markt. Die Stadt Vadstena liegt am See Vättern und wenn man hierher gefunden hat, dann findet man auch die Firma Sterisol sehr einfach. Hier liegen nämlich unsere Hauptniederlassung und unsere Fabrik. Die Stadt entstand im 14. Jahrhundert um das Kloster Vadstena herum. Das Schloss wurde von Gustav Vasa und seinen Söhnen errichtet und Vadstena wurde zu einem wichtigen Kultur- und Handelszentrum. Die Firma Sterisol ist jüngeren Datums. Und wenn man sieht, in welch naturschöner Gegend man sich befindet, verwundert es nicht, dass die Firma Sterisol, die hier drüben am Seeufer liegt, ihre Produkte mit einer großen Portion Umweltbewusstsein entwickelt. Hier gibt es eine Verbindung zwischen Hautpflege und Naturpflege. Die Produktionsphilosophie von Sterisol, keine Konservierungsstoffe beizufügen, sondern stattdessen die Produkte durch die luft- und bakteriendichte Verpackung zu schützen, verlangt einen hochhygienischen Produktionsvorgang. Die rostfreien Mischbehälter zum Beispiel haben einen Magnetquirl,
aber keine durchgehenden mechanischen Achsen, die Schmutz ansammeln. Die Rohstoffe von Sterisol sollen die Natur so wenig wie möglich belasten. Das ist eine absolute Bedingung. Ferner muss absolut alles im Produktionsprozess sauber und bakterienfrei sein und darf natürlich auch keine Konservierungsstoffe enthalten. Ohne diese Eintrittskarte zum Sterisol-Labor kommt kein Rohstoff in unser Rohrsystem und unsere Behälter. Die richtige Hautpflege mit hautfreundlichen Produkten ohne Konservierungsstoffe vermindert die Risiken von Allergie und Hautirritationen und vielleicht auch die Anzahl der Krankentage Ihres Personals. Es gibt also gute Gründe, die Hygiene und die Hautpflege am Arbeitsplatz ernst zu nehmen. Im Gemeindebereich findet man viele verschiedene Arbeitsaufgaben. Hier ist die Spannweite groß, von der körperlich einseitigen Büroarbeit bis zur anstrengenden Körperarbeit. Die Anforderungen an die Hygiene sind genauso vielfältig, aber Sterisol hat die richtigen Produkte. Egal, ob man die Hände reinigen, sich desinfizieren oder duschen und Haare waschen möchte oder ob ein Rückfetten der Haut notwendig ist. Im Sterisol-Laboratorium arbeitet man nicht nur mit der täglichen Kontrolle der Produktion, sondern man betreibt auch Forschung und Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit externen Hautspezialisten, Toxikologen, Chemikern, Bakteriologen und Rohstofflieferanten. Wie kombiniert man zum Beispiel Tenside und Öl, um ein herrlich schäumendes Produkt mit angenehmer Rückfettung zu erhalten? Ein neues Produkt soll alle jene guten Eigenschaften haben, für die Sterisol berühmt ist. Wie grob der Schmutz auch immer sein mag, verwenden Sie nie Produkte, die Lösungsmittel enthalten. Alle Sterisol-Produkte sind schonend für die Haut und in unserem breiten Produktprogramm findet man alles von der ganz milden Seife bis zum hocheffektiven Produkt, das auch den extrem starken Schmutz schafft, aber dennoch sowohl haut- als auch umweltfreundlich ist. In der Kranken- und auch Zahnpflege kann die Handhygiene zu einem Hautproblem werden. Man muss vielleicht 30 bis 40 Mal pro Tag die Hände waschen und die Haut trocknet aus. Das ist der Preis, den man zahlen muss, um Bakterien und andere Mikroorganismen abzutöten. Aber wenn kein sichtbarer Schmutz vorhanden ist, ist ein Desinfizieren der Hände oft eine bessere und schonendere Alternative als Wasser und Seife. In der Lebensmittelindustrie sind die Anforderungen an die Handhygiene sehr hoch. Bakterien dürfen nicht auf die Lebensmittel übertragen werden. Ein Desinfizieren der Hände ist die beste Methode, dies zu verhindern. Da die Hände in diesem Arbeitsbereich einer ständigen Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ist eine vorbeugende Handpflege notwendig. Viel Produkt, wenig Verpackung. Ja, auch die Sterisol-Verpackungen werden am Schluss zu Abfall, aber Sterisol minimiert das Verpackungsmaterial. Verglichen mit einem gewöhnlichen Plastikkanister ist der Materialverbrauch minimal. Das Gewicht ist bedeutend geringer und die leeren Verpackungen können auf ein Minimum zusammengepresst werden. Qualität von Anfang bis zum Ende. Für das Archiv entnimmt man jeder Lieferung Proben, die 3 Jahre lang dokumentarisch aufbewahrt werden. Die Kontrolle der Fertigprodukte ist genauso streng wie die der Rohstoffe. Das Sterisol-System, eine Produktions- und Verpackungstechnik mit einzigartigen Eigenschaften. Die Verpackung verhindert ein Eindringen von Luft und Bakterien. Reine und milde Rohstoffe garantieren hautfreundliche Produkte ohne Konservierungsstoffe. Jedes Produkt gibt es auch unparfümiert. Das Dosierungsventil garantiert die richtige Menge. Das System ist hygienisch und einfach sauber zu halten. Die Hautpflegeprodukte und die Verpackungen sind umweltfreundlich. Das System ist einfach zu bedienen, daher sind auch die Gesamtkosten sehr günstig. Das komplette Sortiment wird allen Anforderungen gerecht und passt für jeden Arbeitsplatz. Das Sterisol-System, eine Garantie für sichere und verlässliche Hautpflege.